Radio Stadtfilter und Unzufriedenheit Press präsentieren. Ein seltsamer Eissalon. Einen Wotan-Spezial bitte. Andi schaufelte blutrotes Kirscheis und fleischfarbene Dekor-Krokantstücke in die Nachbildung eines Totenkopfs und kassierte. Unausgesprochene Liebe. Ein leicht verkniffener Ausdruck und zarte Röte machten sich auf Bettinas Gesicht breit. Toll, dachte Andi. Musik. Bach, das Genie. Mozart, der Nervige. Chopin, der Angeber. Machenschaften. Ingui Trapp, ein Multibillionär oder Trillionär oder noch mehr, hatte vor 3 Jahren auf dem Höhepunkt der Kalenderkrise sämtliche Mobilfunkunternehmen, die er noch nicht besaß, aufgekauft. Gewalt. Genug mit dieser Scheißkomödie, Pennersau, sagte der Killer. Fröhl oder die beklemmenden Zeichen von Untermoos. Eine Hörgeschichte mit Musik von Dominik Dussek. Ab 7. September hier und auf Radio Stadtfilter.